Ja, also vielleicht kannst du dich daran erinnern, mein Mann hat versucht, mich umzubringen. Ja, 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 stimmt. Ja, weißt du, ich bin als Kind missbraucht worden von meinem Onkel. Da was leidest du am meisten? Und ja, so die letzte Zeit eigentlich, durch so ein, ich habe so eine innere Unruhe, ne? Ist immer so eine Alarmstimmung. Weit verbreitet. Ja, ich habe einen Knoten in der Brust. Das erste Mal gesehen wurde der vor 2 Jahren, meine Schwester hat Brustkrebs. Und danach bin ich dann halt gegangen. Und da war eben ein verdächtiger Knoten. Dann war das aber nicht so ganz eindeutig. In dem einen Untersuchungsverfahren war der verdächtig, im anderen der andere. Und dann habe ich gar nichts gemacht. Sie wollten an 3 Stellen Stanze machen. Du bist doch Ärztin, ne? Ja, ja. Also du müsstest ja nicht wissen, dass das ja gefährlich ist. Ja, da sollen sich aber bitte schön einigen. Ja, das war auch nicht so ganz eindeutig. Also dieser Knoten hier war sehr unscharf nach unten begrenzt. Also es sah wirklich nicht gut aus. Und bei den anderen Kontrollen war das ganz klar abgekapselt. Und jetzt beim letzten Mal, das war jetzt vor 4 Wochen, sah ganz übel aus. Ist da schon Verdacht auf Brustkrebs ausgesprochen worden? Ja, der Verdacht auf jeden Fall, ja, sicher. Sicher. Also du müsstest jetzt quasi Biopsie machen lassen, oder plücken lassen. Ja. Und was hält dich davon ab? Ich habe das Gefühl, dass ich das... dass es von mir abhängt, ob der bösartig ist oder nicht. Ich denke schon, wenn ich was, wenn ich nichts mache, dass der bösartig werden kann. Das ist völlig unmedizinisch, was ich jetzt von mir gebe. Aber total. Ja, da stechen die irgendwo rein und der ist ja 1 Zentimeter groß. Also wieso wollen die denn gerade die Stelle erwischen, die bösartig ist? Das ist das eine. Dann eben, weil ich Ärztin bin, weiß ich, für den Fall, dass sie einen Verdacht haben und der Befund nicht eindeutig ist, sagen sie immer, es wäre ein Tumor. Ja, ja, ja. Ne? Und, also OP und Chemo und alles Mögliche. Ne? Das schieben die dann einfach hinterher und für den Fall, dass er sich einmal in die falsche Richtung vertun, vertun sich lieber 100 Mal in die andere Richtung. Und da habe ich keine Lust zu. Mein Bruder hat Krebs, hat Hautkrebs gehabt mit 48, meine älteste Schwester mit 49 Gebärmutterkrebs, meine jüngste Schwester mit 42 Brustkrebs, meine Mutter mit 32 Hodgkin, also wir sind eine krebsige Familie. Für mich ist das klar, dass ich das nicht mache, also selbst wenn es bösartig ist, ich lasse mir höchstens den Knoten rausnehmen, aber das haben sie nicht gemacht. Die Krankenkassen bezahlen nicht die Entfernung des Knotens. Nein? Nein, nur wenn vorher Stanze gemacht wird. Und dann nur, wenn die Stanze positiv war. Aber MRT alle halbe Jahre, das zahlen sie. Ich habe mich mit denen rumgezankt. Ja. Ich meine, du hast auch Krebszellen in dir. Also, ob die jetzt ausgerechnet da sitzen, sie können auch woanders sitzen oder im Eierstock, weiß der Geier. Das ist so sehr unmedizinisch, ich weiß. Okay, gut. Aber ich bin halt 20 Jahre im Beruf und es stimmt eben einfach nicht, was die so von sich geben. Gut, ja, dann bist du ja eigentlich ganz mutig, wenn ich jetzt noch vor die Kamera traust. Warum nicht? Macht das dir nichts? Also meine Absicht ist ja, Innenwelt und Symptome irgendwie zu verbinden und zu sagen, guck mal Leute, wenn ihr die Innenwelt aufräumt, verändern sich die Symptome. Ne? Und das halt nicht nur theoretisch, sondern so pragmatisch einfach. Also ich war 25 Jahre mit meinem Mann zusammen, danach hatte ich halt einen Freund, mit dem ist jetzt auch nicht mehr so richtig, also ich will das jetzt nicht mehr. Ja. Ich muss immer irgendwie andere Leute retten, das will ich nicht mehr. Ich möchte mal einen normalen Mann haben. Ich soll was ändern mit dir. Ja, es ist irgendwie, fasse ich da so richtig immer in die größte Schwierigkeit rein, sagen wir mal so. Gut, also neuen Mann willst du. Gut. Ja. Deinen Brustkrebs jetzt zu auflösen oder diesen Knoten. Ja. So, ein bisschen schlanker werden. Gerne. Dann wahrscheinlich alles zusammen. Okay. Ja. Und was haben wir noch? Wir haben ein Gelenkbeschweren. Das war mal ganz schlimm. Ich habe Cortison genommen. Fast 2 Jahre. Und auch so Medikamente gegen Rheuma. Also volle Tour, jeden Tag 3 verschiedene Medikamente. Also ein bisschen was hintereinander müssen wir schon mal sehen, von der Reise nach. Das ging im Januar. Weil am besten auch herkommen, ne? Das Einzige, was du halt zahlen musst, ist halt Übernachtung und Essen. Ja, ja. Klar. Und ansonsten wärst du halt hier mit auch anderen Leuten, weil das sind dann auch Therapiewoche dann hier. Ich habe die Obergrenze jetzt reduziert auf
20 oder ein paar Vor-Sessions, 24 Sessions. Also sowas würde ich zusichern. Das heißt also, dann kann man schon Therapie, 20 Sessions kann man einen guten Therapieverlauf machen. Okay. Das sieht aus wie eine Blechtür. Ja. Okay. Da gucken, was du draufschreiben willst, so als generelles Thema. Ja, Thema Weiblichkeit. Sowas. Ja, gut. Du bereitest die Tür zu öffnen. Ja. Dann öffnen sie jetzt. Das, was ich befürchtet habe, da ist schon wieder kein Boden. Ja, da ist ein riesentiefes Loch. Ja, so eine Höhlenwand. Ja. Ich habe vor allem Unsicherheit. Unsicherheit, ja. Na gut, es beschreibt ja schon den Zustand sehr genau, ne? Deine Weiblichkeit, du hast keinen Boden und du bist unsicher. Okay. Jetzt ist natürlich eine tolle Möglichkeit, wenn du dich fallen lassen könntest. Aber das hängt natürlich auch vielleicht mit der Weiblichkeit zusammen, ob du das kannst. Guck mal, ob du dich traust, da reinzuspringen. Gucken, wo du hinkommst. Wo es dich hinführt. Oh, da muss ich mich überwinden. Ja, ist klar. Nee, das ist klar. Das kann man nicht so einfach machen. Dann sehe ich auch so Strukturen in der Wand, also so Mauervorsprünge, in die ich mich stellen könnte. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt unten und vor mir ist was ganz Dunkles. Ja. Es ist ein ganz unangenehmer Raum, es macht mir Angst und schnürt mir den Hals zu. Und der lacht über mich, findet er gut, will der. Frag mal nach, soll das? Warum ist warum, der? Warum willst du das? Damit es mir schlecht geht. Aha. Seit wann bist du da und willst, dass es mir schlecht geht? Ja. Schon immer. Gut, dieses Immer hat natürlich auch einen Anfang. Frag ja, aber schon wann? Vor meiner Geburt. Oh ja, okay. Das soll nicht da sein. Also im tiefsten Inneren bist du ganz schnell an dem Punkt von, du sollst nicht da sein. Ja. Ja, es ist einmal meine Schwester, die nicht will, dass ich da bin. Ja. Und meine Mutter wollte mich ja auch nicht. Ja, dazu muss ich sagen, meine Mutter hatte Angst vor der Geburt. Es war nicht so, dass sie mich als Person nicht wollte. So. Ja, meine Schwester, die sieht riesengroß aus. Wie so ein unförmiger Riese. Ja. Das ist riesengroß und angstmachend aus. Ja. Ja, die guckt von ganz hoch oben auf mich runter. Ja. Ja, sie möchte mich zertrampeln. Nee, die meint, ich würde ihr die Mama wegnehmen. Was gibst du ihr für eine Macht, dass sie so groß ist in dir? Wieso bist du in meinen Augen so groß? Genau. Weil ich mich so klein fühle. Was lässt dich so klein fühlen? Da muss ja was passiert sein. Da kommen wir zu meinem Onkel. Okay. Ja. Ich war noch sehr klein. Ich war ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr oder sowas. Ich fühle es halt hier und hier. Ja. Das Baby, wie viel, 6 Monate? Ja, also ich war mit 9 Monaten sauber, um diese Situation zu verhindern. Ja. Ging aber bis ich 7 war. Also mein Onkel hat mich oft gewickelt. Hast du noch bewusste Erinnerungen daran? Oder? Ich habe, ja. Die sind dann irgendwann mal gekommen, die hatte ich nicht die ganze Zeit. Ah, ja. Ich habe mal Therapie gemacht. Ah, ja. Und dann ist mir das eingefallen. Das waren nur 30 Sitzungen, 94. Ah, ja, okay. Da hatte ich eine Fehlgeburt und habe es nicht bemerkt. So, dann bin zum Arzt, ich glaube, ich bin schwanger. Ja. Und dann kam das Kind schon und dann der auch gedacht, ich hätte irgendwas gemacht, um den Abbruch zu machen oder so. Dabei ja. Habe ich einfach nicht meinen Körper gefühlt. Also aus diesem Grund bin ich dann in Therapie gegangen. Ja, dieses komische, irgendein komisches Gefühl war vorher da und das war dann wenigstens klarer. Ich wusste warum. Ja, okay. Frag mal diesen Raum. Wenn der direkt mit dem Missbrauch zusammenhängt, dann soll er mal grün blinken und wenn das nicht so der Fall ist, soll er rot blinken. Mhm. Ist grün. Ist grün, ne? Gut, holen wir dann deine Mama nochmal herbei. Wie reagiert die auf dich? Ich habe das Gefühl, du bist in deiner eigenen Welt. Du hast mich mein Leben lang nicht wahrgenommen. Am Anfang war ich so wütend, aussieht.
Und dann war sie so klein, als sie überhaupt mal aufgetaucht ist. Also, dass sie jetzt so groß, dass du jetzt so groß bist, ist schon, schon gut. Hast und dass ich so nicht sauer bin, ist auch schon gut. Hast du schon eine Menge Wut und Hass rausgelassen? Sowas? Ja, das ist okay. Wut habe ich nicht mehr. Ich würde dich gerne lieben. Mhm. Dich bei mir fühlen. Die sieht irgendwie aus wie eine Madonna. Trüllt sich nicht. Ja. Geh mal ganz dich, berühre sie, ob sie dich überhaupt wahrnimmt. Die ist nicht lebendig, die ist einfach eine Figur. Sieht aus wie Maria im Stall. Ja. Ist das damals bei deiner Therapie auch schon so gewesen, so rausgekommen, dass sie nicht so da war, deine Mama? Ja. Ja, ist dir also auch bewusst? Ich habe nachher auch nochmal Therapie gemacht und verschiedene Seminare und so, ja, das ist mir bewusst. Mhm. Die ist krank geworden, als ich 6 war und gestorben, als ich 16 war. Heute ist dein Todestag, heute vor 35 Jahren bist du gestorben. Gucken, ob sie schaut. Das ärgert mich. Mhm. Könnt ihr jetzt mal gucken? So ärgert, taucht auf. Gut. Ist auch noch Ärger. Naja, letztendlich ist es dein Bezug zu ihr, weißt du? Sie ist ja abgespeichert in dir als Puppe, als etwas Unlebendiges. Und das einzige Gefühl, was auftaucht, ist Ärger. Letztendlich müsstest du sie lieben können. Du müsstest ein tolles Gefühl haben, ah, Mama ist da, ist toll und schön, ne? Sowas. Aber es ist halt Ärger. Das ist halt der erste Einstieg wäre der Ärger. Ich habe so im Moment das Gefühl, das ist so resigniert. Ja. Für mich so. Ja, über 51 Jahre versucht, deine Aufmerksamkeit zu kriegen. Und jetzt hast du doch langsam aufgegeben. Ja. Mhm. Gut, guck mal weiter, ob du noch da unten was siehst, wo du bist. Du bist ja immer noch ganz tief unten. Mhm. Ich habe das Gefühl, mein Mann ist da. Okay, dann sprechen wir den. Sprech den auch an. Ich habe Angst vor dem. Ich habe Angst vor dir. Ja, guck mal, wie er reagiert. Ja, der ist so ein bisschen ratlos. Ja, so 1,5 Meter. Ja. Kennst du dieses Gefühl, Angst vor ihm zu haben? Genau das, was du jetzt hast? Ja, eigentlich, als er mich umbringen wollte da. Mhm. Und danach natürlich. Ja. Mhm. Sprechen wir mal drauf an, auf die Szene. Guck mal, wie er reagierte. Du hast es auch nicht vergessen. Du weißt auch noch, wie das da war, damals. Das war Silvester. 2004, 2005, der Wechsel. Ja. Hattest du das mal bearbeitet? Nee. Also ich habe mal so meine Wut, die ich da nicht rauslassen konnte, kam mal beim, habe ich Spreezing gemacht. Das habe ich gut gewütet. Ah, okay. Weil ich konnte da in der Situation ja nicht wütend sein. Ja. Das kam später. Und Angst hatte ich da auch nicht, die kam auch später. Ja. So im Moment macht er nichts, aber ich muss einfach höllisch aufpassen. Ich würde dir nie den Rücken kehren. Oh, ich ja. muss höllisch aufpassen und kann dich überhaupt nicht berechnen und einschätzen. Ja, ich glaube, er kann sich selber nicht einschätzen. Er hatte das ja auch nicht von sich erwartet. Frag ihn mal, ob er auch mit daran beteiligt ist, dass du keinen Fußboden hast im Raum. Ja, er hat diesen Zustand gehalten. Dafür gesorgt, dass sich das nicht ändert. Ja. Ja, ich war 23, als wir uns kennengelernt haben. Ich hatte dir vorher gesagt, dass ich dich verlasse. Bin dann mit dir Silvester aber noch zu Freunden gegangen, weil ich nicht wusste, wohin mit mir. Ja. Weil egal wohin, hättest du mich verfolgt. Das ist ein neutraler Ort. Er klammert an dir und du wolltest ihn verlassen. Und ich habe das nicht gehört, dass du da schon gesagt hast, man müsste mir den Hals durchschneiden. Ja. Das hat er da mehrfach schon gesagt an dem Abend. Sag's ihm. Das hast du da mehrfach gesagt. Frag ihn mal, ob er das schon direkt so gemeint hat. Hast du es so gemeint? Ja. Hast du die Wut aufgeschaukelt so den ganzen Abend? Ja. Was habe ich gemacht, dass du so wütend geworden bist? Ich muss immer bei ihm bleiben. Mit dem man machen, was er will. Ja. Naja, das hast du ja 30 Jahre lang fast gemacht. 25. Okay.
Minus 2 Monate. Ja. Das hat ihm immer noch nicht gereicht. Nee, das sollte ich mein Leben lang machen. Ja. Das hat er in dir Nein gesagt? So irgendwann mal? Ja. 25 Jahre hast du es ja gemacht, immerhin. Ja, mein Körper hat Nein gesagt. Ich habe Gelenkbeschwerden gekriegt und konnte mich nicht mehr bewegen. Okay. Und dann habe ich gesehen, da muss ich da was ändern. Es geht nicht mehr. Ja. Ich konnte keine 20 Meter mehr gehen. Und hatte starke Schmerzen. Ich lag im Bett und wusste nicht, wie ich aus dem Bett aufstehen soll. Ja. Also dieses ganz typische, du konntest nicht gehen, weggehen ja. von ihm. Ja. Als ich mich innerlich von meinem Mann getrennt habe, ja. bin ich gesund geworden. Genau, das heißt also, du konntest dann gehen, das hat er gemerkt, du gehst. Ja. Und das wollte er nicht, weil ja, offensichtlich hast du ihm irgendwie versprochen, du bleibst für ewig bei ihm. Hab ich nicht. Frag ihn mal, ob es so bei ihm für ihn war. War das so für dich, dass ich dir versprochen habe, für immer bei dir zu bleiben? Guck mal, wenn nicht. Ja. Ja, für ihn war das so. Mhm. Ist ja schon heftig. Könnt ihr auch sagen, Dankeschön, das war toll, aber wieso denkt ihr dich um? Das Versprechen muss ganz tief in ihm was ausgelöst haben. Ich habe dir das nie versprochen. Wir haben nie kirchlich geheiratet. Wir haben nur unterschrieben. Du hast mir mal gesagt, du hast mir doch versprochen, mich nie zu verlassen. Das hat er mir gesagt, wirklich. Ja. Und da das stimmt nicht. Frage noch mal. Ja, was war deine Enttäuschung? Dass ich aufgehört habe, ihn zu lieben. Ja, wo hast du es gemerkt? Ja, so richtig erst klar geworden ist ihm das Silvester. Ja, zeig mir mal, was war das? Wann ist es dir klar geworden? Er wollte mit mir tanzen. Ja. Dann habe ich das abgelehnt. Ja. Und in dieser Ablehnung hat er gespürt, das für immer weg. Mhm. Ja, da hat er das. Mhm. Hast du dich da erst getraut, es ihm so deutlich zu sagen, oder warst du schon früher weg? Nee, ich war schon früher weg. Eigentlich schon Monate früher. Ich habe schon gemerkt, dass du gemerkt hast, dass ich gehen werde und will. Du hast dich immer weiter zurückgezogen. Du hast immer mehr Außenkontakte abgebrochen, was früher immer nach außen der große Macker und nachher. Du hast dich mit allen zerstritten. Und hast nachher nur noch alleine zu Hause gesessen. Was immer zu Hause ist, war einfach furchtbar. Vorher überhaupt nicht. Okay. Er hat es vielleicht nicht so deutlich gesehen, wie an diesem Abend, dass dieses nicht mehr tanzen. Du mit ihm war für ihn so der Auslöser, wo er plötzlich blitzschnell merkt, oh, die ist weg. Mhm. Was ist mit dir passiert? Ja. Schon als wir ins Auto gestiegen sind, warst du so wie mit einem Schalter rumgedreht. Hast völlig irre geguckt. Ja, voll verzweifelt. Also das Auto stand vor der Haustür und er geht so 3 Stufen hoch. Ja. Er hatte so getan, als würde er die Tür aufschließen, hatte ein Opinel, das ist ein französisches Klappmesser, ja. mit einem Holzgriff und da ist so ein Metallring dran, zum Feststellen der Klinge. Hat es aus der Hosentasche genommen, das hat er immer bei sich. Und hat den Ring, hat es festgeklemmt und kam dann die Stufen runtergesprungen auf mich zu und sagte, ich töte dich jetzt. Und ich hatte vorher einen Tramper auf der Straße gesehen und habe gedacht, er hört mich und habe mich dann gewehrt. Ja, erstmal körperlich ja, auch, okay, ne? Ja. Und lautstark gebrüllt, weil ich gehofft habe, dass der Typ kommt. Und dann haben wir dann gekämpft. Also ich war schwarz und blau. Oh, ich konnte wirklich zwei Monate nicht auf der linken Seite liegen. Und habe auch den Spiegel abgebrochen vom Auto und so und hatte überall blaue Flecken. Ich war schwarz und blau. Und wir lagen dann schließlich in der Pfütze am Boden und dann konnte ich mich nicht mehr rühren. Er war stärker. Ja. Und er kniete so auf mir und hatte die Faust hier. Ich hatte hier überall blaue Flecken von dem Knöchel. Und hat das Messer hier gehabt und hat gesagt, ich liebe die Schafe auch und ich kann auch die Schafe schlachten. Kann ich dich auch schlachten. Ja, und dann habe ich versucht, eine Beziehung herzustellen. Ja, ich hatte das Gefühl, das hatte mit mir nichts zu tun und ich wollte dir klar machen, hallo, ich bin's Annette, hallo. Das ist erstmal gelungen und dann musste ich versprechen, dass ich ins Bett gehe mit ihm. Also erstmal haben wir dann wieder am Boden gelandet, das war dann nochmal ein kleiner Rückfall. Und dann sind wir dann ins Haus und dann habe ich ihm gesagt, ich möchte aber nicht mit ihm schlafen. Ja. Und dann hat er gesagt,
dass er das jetzt sowieso nicht könnte. Und dann hatte ich ihn gebeten, das Messer unten zu lassen. Und dann hat er gesagt, ich kann dich auch mit bloßen Händen umbringen, ich brauche das Messer nicht. Ja, und dann, ich hatte auch so Schnitte und so, ne? Ich war am Bluten. Und dann hat er 2-3 Stunden auf mich eingeredet, mir die Zunge in den Mund gesteckt und die Hand zwischen die Beine gesteckt und meinen Busen angefasst und hat ein irres Zeug erzählt. Wir wären das tollste Ehepaar auf der Welt und das wäre wie eine Geburt und das wäre so toll und das wäre jetzt die allergrößte Liebe. Ja. Ja, und als er dann endlich eingeschlafen ist, habe ich die Polizei gerufen und er war völlig von den Socken. Und war ihm wie ein Verrat, wie ich denn auf die Idee kommen könnte, die Polizei zu rufen, wo er mich ja so geliebt hat. Und ich habe da stocksteif im Bett gelegen. Ich habe auch nichts gesagt. Der hat Monolog gehalten. Also wenn er was getrunken hat, da ist er schon mal ausgeflippt, so, ne? Ja. Aber sowas wie da kann ich nicht, nein. Der hatte ja dann Kontaktverbot gehabt. Also beim Gericht haben wir uns dann getroffen, ne? Ist er bestraft worden, oder? Das Strafverfahren ist noch nicht gewesen. Hast du Anzeige erstellt? Ja. Er war im Ausland 1,5 Jahre und ist seit Februar erst wieder hier. Ja. Da war im März ein Prozesstermin. Hast du der Anwalt abgesagt, dann kurz vorher? Ja. Das ist ein Freund, der Anwalt. Mein langjähriger, auch mal gewesener Freund. Ja. Ich möchte, dass ihm von einer anderen Stelle als von mir mal gesagt wird, dass man das nicht darf. Das hat der Richter ja auch gesagt, dass das glaubhaft ist, weil ich hatte ja hier blaue Flecken. Man konnte ja genau sehen, wo der... Ja. Das passte zu dem, ich hatte Abwehrverletzungen und das passte zu dem, was ich gesagt habe. Okay. Und nicht zu dem, was er gesagt hat. War auch bei einer Session, kam raus, so eine Botschaft, die mir meine Eltern mitgegeben haben. Mhm. Männer sind böse. Keine Botschaft sein aus dem morphogenetischen Feld, aus dem Familienthema heraus. Deine Mama kann das miterlebt haben, wenn die sowieso nicht so ganz in der Welt ist. Wer weiß, was ihr passiert ist. Ja. Das müssten wir auch aufdecken. Ja, meine Mutter ist wohl als Kind vergewaltigt worden. Ah ja, das ist klar. Wäre schon fast die Frage, wie steckst du das alles weg? Wie kommst du damit klar? Ich rattere. Ich komme mir manchmal, wo sie einen Hamster im Hamsterrad. Ich habe dann immer gemacht und getan. Ja. Also ein Ruhepol war für mich die Schule. Ich war auf einem konservativen Mädchengymnasium. Ja. Das war ganz klar geregelt. Da wusste man, wo das Feindbild ist. Das war schon, war für mich optimal, diese Schule. Mhm. So, was ist mit Papa? Den hat man noch nicht. Ja, der ist tot, ne? Der ist 2001 gestorben. Ja. Guck mal, wie er auftaucht oder in welchem Alter er ist. Ja, so 60. Ist 82 geworden. Ja, okay. Ja, ich freue mich zu sehen, ein warmes Gefühl zu ihm. Er hat mir aber schon immer gesagt, er schimpft jetzt mit mir. Oh ja, was schimpft er? Dass ich den da nicht heiraten soll und so. Ah, ja. Dass der mich ausnutzt, dass er ein Schmarotzer ist. Ja. Das heißt, Papa ist immer noch nicht einverstanden, im Nachhinein sogar? Ja, nee, der ist nicht einverstanden. Ja. Der war nie einverstanden. Diesen dunklen Kellerraum da unten, lass da mal, also diesen tiefsten Punkt da unten, wo du reingefallen bist, reingeschwebt bist, lass doch mal dort dein inneres Kind auftauchen und guck mal, wie das da herkommt. Das ist jetzt so eine 6-Jährige. Die ist ganz munter. Als ich die das erste Mal gesehen habe, hast du in so einer kleinen Salzsäule gesessen, hast mit Feuer gespielt, warst kleiner als jetzt und hast überhaupt nicht auf Ansprache reagiert. So autistisch vor sich hinwuselt. Und alles, was um dich rum war, konnte dir nichts anhaben. Ja. Da drin. Wo war das nicht? Welche Session war das? Das war nicht von der Session, das war bei so einer, ja, das war so ein Wochenende mit Meditation und auch so Innenweltreisen, aber jetzt ohne Anleitung. Und da habe ich dieses innere Kind mit Salzsäule zu mir genommen und irgendwann. Gut, ich würde es gerne mal auf diesen Missbrauch ansprechen. Guck mal, wie es darauf reagiert, wenn du das Thema da drauf bringst. Was hast du mit dem Missbrauch zu tun? Und der guckt sie nicht hin. Ja, das heißt also, da ist so ein Teil abgespalten. Mhm.
Ja, dann würde ich natürlich mal gerne mit dem Hauptthema nochmal arbeiten. Sitze am Meer, am Strand. Und du wendest deinen Kopf nach links und ganz in der Ferne taucht so eine Gestalt auf, die immer näher kommt. Und je näher sie kommt, je besser kannst du sie wahrnehmen als deine innere Frau. Und dann beschreib mir mal, wie sie aussieht oder was du wahrnimmst oder was sie sagt oder was geschieht. Die ist ganz dick eingepackt, ich kann die gar nicht, fast nicht sehen. Das sieht aus wie so ein, jetzt sitzt ein Karnevalskostüm. So wie eine Blume, da ist sie ganz dick eingepackt. Ich sehe fast nichts von dir. Sieht wirklich aus wie ein Karnevalskostüm oder wie so ein Kostüm für irgendeinen, hier im Kölner Karneval, da ist es kalt, da muss man Genau. sich einpacken. Und mir ist es auch, das ist besser so. Was passiert? Warum versteckst du dich so? Damit mich keiner sieht. Wer soll dich nicht sehen? Als ich in die Pubertät gekommen bin und schon ziemlich früh Busen gekriegt und sehr früh meine Tage gekriegt. Da war ich erst 11. Ja, warum versteckst du dich? Ja, damit dir nichts passiert. Weißt du, was passieren kann? Das kommt mir jetzt blöd vor, wenn ich das sage. Da kommen die bösen Männer. Ja, nee, ist klar. Das kann ganz tief ja natürlich die Wahrnehmung gewesen sein. Entweder von deiner Mama her oder. Ja, warum willst du deinen Busen nicht zeigen? Lieber ein Junge. Sie wäre lieber ein Junge. So Wieso ist es. möchtest du lieber ein Junge sein? Und passiert mir nichts. Und was kann dir passieren? Was ist dir passiert, dass du dich so versteckst? Ja, jetzt kommt mein Onkel wieder. Zeigst du mir mal, was du jetzt meinst? Der hat den Finger in sie reingesteckt. Das ist eine Szene, die ich mich, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich hatte so ein hellblaues Kleid an mit so einem Petticoat drunter. Da waren wir im Keller in unserem Haus, in meinem Elternhaus, im Wäschekeller. Ja, ich sehe die Wäscheleinen und da ist noch so ein Schrank und ein Tisch steht in der Mitte, wo meine Mutter immer den Wäschekorb draufgestellt hat. Und mein Onkel hat mich auf diesen Tisch gesetzt. Ich habe total Angst. Ich weiß auch, was jetzt kommt. Und das war die erste Szene, die ich wirklich als Bild im Kopf habe. Und nicht nur als Körpergefühl. Da bist du drei etwa. Ja. Schreib mal, was er tut. Und er zieht sich die Hose runter. Kann man eine Dreijährige vergewaltigen? Guck mal, was passiert. Ja, das macht er. Geht richtig rein. Ja. Nicht nur mit dem Finger, sogar mit seinem Ja. Schwanz. Aber in After. Die ist gar nicht mehr da. Die sitzt, ja, in dem Tipi, in diesem Salzwälder, in dem Rohr. Ah ja, da kommt das wieder von der Salzsäure her. Ja. Wie alt ist er, dein Onkel? Ende 30. Schnürt sich hier der Hals zu, krieg hier so einen Druck. Ich bin einmal in so eine Szene reingegangen, ja. In der Therapie war das. Mein Onkel hat mich gewickelt und ich habe geschrien. Und meine Mutter hat reingeguckt ins Schlafzimmer und dann hat er mich gekitzelt und dann habe ich gelacht. Aber ich habe das dann nicht weiter in der Art bearbeiten können. Hatte ich einfach keinen. Ich Es weiß, ist dass es dann mal so eine komische Situation gab. Ich glaube, meine Eltern sind da irgendwie. Ja, auf jeden Fall haben sie es mitbekommen. Mein Vater ist dann mit mir zusammen ins Sauerland gefahren. Der hat dann, weiß ich noch, ich habe ein Gespräch belauscht, da hat er meiner Mutter gesagt, ach, dann fahre ich mit ihr ins Sauerland und mit ihr mal ganz alleine und dann vergisst sie das schon wieder und dann ist es, dann wird das, ist das wieder okay. Ich denke, die sind auch von einem einmaligen Ereignis ausgegangen. Und den Kontakt danach haben sie sehr gelockert. War ja immerhin Familie, ne? Mein Onkel ist auch noch der Kollege meines Vaters. Die waren früher aber ganz oft da und danach fast nie mehr. Und ja, und ich weiß auch, dass mein Onkel seine Töchter missbraucht hat. Also das weiß ich halt, Woher weißt du das? weil ich einmal 2 Monate noch bei denen gewohnt habe, als ich 15 war, als meine Mutter kurz vorm Sterben war.
Und da habe ich das einmal mitbekommen, dass er sich da mit Gewalt, die sind Zwillinge, sind 2 Jahre älter als ich. Die waren halt 17? Ja, da ja, kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ja. Beschreib mal jetzt kurz. Ja, die Mädchen waren im Bad, die sind immer zusammen ins Bad und waren am Gickeln und am Lachen und so. Und mein Onkel hat dann gegen die Tür geklopft und wollte rein, da haben sie nicht reingelassen. Ja. Dann hat er gegen die Tür gebollert. Er hat wohl gedacht, wenn ich im Haus bin, dann haben sie Schutz. Naja, und dann hat er sich mit Gewalt, dann haben sie ihm die Tür aufgemacht, danach war Ruhe im Bad, ganze Weile. Und man hörte nicht mehr viel und meine Tante lief wuselnd, dauernd hin und her, hektisch. Und die Kinder kamen dann mit, oder die Mädchen, die waren ja schon 17, kamen dann mit gesenkten Köpfen, so in sich zusammengefallen, ja, dann aus dem Badezimmer raus. Und er, so. Ja. Mein Bruder hat auch mal mitgekriegt, dass meine Eltern sich darüber unterhalten haben, dass das Verhältnis zwischen meinem Onkel und dem Mädchen meinen Cousinen nicht, dass das nicht normal ist und so. Also den anderen ist das auch aufgefallen. Ja. Mhm. Gut, dann fragst du doch mal diese beiden Mädchen direkt, wenn du dieses Bild noch so vor Augen hast. Oder geh mal ins Bad rein, während da so still ist, guck einfach mal rein. Mhm. Ja, ich bin dran. Okay, beschreib mal, was du wahrnimmst. Die eine steht vor der Badewanne und stützt sich auf und er vergewaltigt sie von hinten. Ja. Okay, du kannst schon mal kurz intervenieren, kannst sagen, dass du das alles aufarbeitest, dass es so nicht weitergeht, dass es nicht okay ist oder sowas. Gut, guck mal, wie der Onkel reagiert. Oh, der hat mich jetzt wahrgenommen, komischerweise. Guckt ja mich an, ein bisschen erstaunt. Okay, deine Tante kannst du auch gerade hinzunehmen, die sagt ja auch Bescheid, dass das ist jetzt... Die lebt noch. Dein Onkel ist schon tot? Ja, schon lange. Mit Anfang 60 ist der gestorben. Er war eher alt. Ach so, ja, okay. Ja. Die eine Cousine ist in Urlaub gefahren, bevor er gestorben ist. Das fand ich damals ziemlich seltsam, aber ich wusste... Seine Tochter? Ja. Meine anderen Geschwister sehen die häufiger, weil eine Cousine deren Hausärztin ist. Ja. Ja, also meine jüngste Schwester sagt immer, wenn die Tante tot ist, dann geht's los. Ja. Dann werden sie es aufarbeiten. Und vorher können sie es wohl offensichtlich nicht. Ja, dann guck mal, ob deine innere Frau sich, wie sie sich jetzt präsentiert, dort am Strand vielleicht, was sie sagt dazu. Und sie hält sich das alles so fest um sich und sagt, sie packt das erst aus. Ja. Ja, wir können auf der anderen Seite noch Folgendes machen. Du kannst diese männliche Energie mal auf der rechten Seite auftauchen lassen als dein innerer Mann. Die reitet auf dem Pferd. Oh ja, gut. Mhm. So ein bisschen prinzähnlich. Ja. Mhm, schön. Kommt jetzt von dem Pferd runter. Ja. Nur so ganz locker lässt. Also ganz normal. Ja, dem geht's gut. Zeig ihm mal seine innere Frau, also sein Gegenüber. Guck mal, wie er auf sie... Ja. Da ist die innere Frau. Jetzt macht die Frau auch noch so. Ah ja, okay. Dann merkst du schon alles dran, ne? Die hat Angst vor dem Mann. Okay. Die haben noch nicht so eine Harmonie mit sich. Guck mal, wie er auf sie reagiert. Ja, er kennt sie ja. Ja. Also die beiden sind schon vertraut miteinander. Ja. Okay. Ja, umgekehrt. Er mit ihr, aber sie mit ihm, glaube ich, nicht. Ja. Bist du mit ihm vertraut? Nee. Guckt ja gar nicht hin. Schau das mal an. Das ist dein Mann, dein Innerer. Der beschützt dich. Dann kannst du auch mal gucken, was es so gibt in der Welt für dich, außer Verstecken. Das glaubt sie mir jetzt nicht so wirklich. Wie viel bist du mit deiner Weiblichkeit im Leben? Genau. Sie soll mal ein Schild hochhalten. 5%. Oh, das kann sein, ja, wenn sie Missbrauch hat, so tief, so weit zurückliegend, ja. Gut, dann frag mal den Mann, wie sehr bist du mit deiner Power da? Mhm, wie bist du da mit deiner Power? 90. 90, ja. Lass mal deine Großeltern auftauchen, alle 4. Guck mal, wer zuerst kommt. Meine Oma mütterlicherseits. Oh
Und mein Opa mütterlicherseits, ja, die kommen als Paar. Die waren nur 62 Jahre verheiratet und haben sich Küsschen gegeben, wenn er im Keller Apfelsaft holen gegangen ist. Oh, also ja. Die waren im gleichen Dorf aufgewachsen, in die gleiche Schule gegangen. Oh, ja. Ich freue mich komischerweise drüber. Ja gut, wenn sie 62 Jahre zusammen waren, dann haben die so eine ganz starke Harmonie oder irgend sowas, Tragfähiges zumindest. Mhm. Auch das ist ja in deiner Psyche drin, wenn du so willst. Mhm. Gut, und dann kommt der Vater meines Vaters, aber der war sehr alt. Und meine andere Oma habe ich nie kennengelernt, die ist 45 gestorben. Okay, lass die kurz mal beide auftauchen. Ja, die ist ganz klein und hutzelig. Die ist eine sehr schwache. Als Persönlichkeit war sie sehr klein. Ja. Wie reagiert denn Papa darauf, wenn er seine Eltern sieht? Guck mal hin. Er ist böse auf seinen Vater und will seine Mutter retten. Er will seine Mutter retten, oh ja. Also da ist noch ganz viel Spannung mit den Themen. Gut, da gucken wir auf der anderen Seite. Wie reagiert deine Mama auf ihre Eltern? Ja, sie geht von meiner Oma was in Deckung. Meine Oma hatte so die Keule geschwungen. Ah ja. Ja, sie versteckt sich hinter meinem Opa. Deine Mama? Ja. Wie reagiert dein Opa da drauf? Ja, er macht so mit der Hand. Ah ja, okay. Ich werde alle diese Themen, die wir jetzt eben genannt haben, bearbeiten. Und mein Vater lacht, grinst breit, freut sich. Ja. Und meine Mutter ist irgendwie so klein versteckt hinter meinem Opa. Die ist irgendwie ein Kind jetzt im Moment. Ja. Mhm. Und flugt ihm so zwischen den Beinen oder seinen Beinen vorbei. Mhm. Vor, also die ist irgendwie ein Kind, die ist nicht da. Ja. Frag sie nochmal, oder weißt du das, mit welchem Alter sie missbraucht worden ist? Also es muss so Grundschulalter gewesen sein. Das ist uns eigentlich erst im Nachhinein klar geworden, dass sie das immer wieder erzählt hat. Ja. Die hat das aber nicht von sich erzählt, sondern von einer anderen Person. Irgendwie war uns das allen klar, also uns Geschwistern, unabhängig voneinander, hat sich das ergeben und auch, wir haben auch Aufstellungen gemacht. Ja. Und da war es ganz klar bei den Aufstellungen. Ja, wenn er über eine andere Person erzählt, ist sie ja wie abgespalten und redet dann über den anderen Teil, der das erlebt hat. Stell dir mal vor, du bearbeitest das jetzt, sagen wir mal, im nächsten halben Jahr. So. Mhm. Schau dir mal an, wie dann der Raum aussieht mit dem Fußboden. Geh nochmal rein, schau dir den nochmal an. Ja, der Raum hat einen Boden, der ist ziemlich lang und nicht so furchtbar breit und an der Seite sind so viele Fenster. Ich kann aber nicht rausgucken. Nee, ist klar, kannst du nicht. Okay, lad doch mal deine Figuren alle ein in den Raum. Also sowas, wir nehmen quasi das Ergebnis vorweg, also wie eine Rückkopplung. Mhm. Guck mal, wie deine innere Frau dann aussieht. Ja, die ist so verschleiert. Das kann ich nicht sehen. Das heißt, für deine Psyche ist es fast unmöglich, sich die vorzustellen. Und wenn man sie aufruft, dann ist sie verschleiert. Also du kannst sie nicht dir vorstellen richtig, weil das eine unglaubliche Veränderungsarbeit bedeutet. Also die ist jetzt nicht mehr so dick eingepackt, in alle Richtungen so dick, sondern, aber sie hat halt schon so Schleier überall. Ja, ich kann nichts sehen. Ist noch ein bisschen verschleiert, ist okay. Guck mal, wie deine Eltern daherkommen. Die haben sie an der Hand. Ja. Ja, und meine Mutter ist auf einmal eine Person. Was ist mit dem inneren Kind? Das andere innere Kind, oder der abgespannte Anteil auch schon da ist, oder integriert ist. Oder guck mal, wie das Kind aussieht. Ja. Oder guck mal, was. Ja, da sind jetzt zwei Kinder. Ja, es sind zwei Kinder, die ziehen irgendwas. Jetzt würden sie zusammen spielen oder was zusammenziehen. Okay. Gut, es kann sein, dass das dann noch integriert werden muss, dass es dann irgendwann mal ein Kind wird. Letztendlich ist so ein bisschen wie eine Persönlichkeitsabspaltung, die dem Missbrauch passiert. Das ist, weil das ja was ganz Neues ist, weil du kennst es ja gar nicht. Mhm. Das kann man ja gar nicht hochrechnen, weil du es nicht kennst. Dass das schon ganz früh passiert ist. Und deinen Großeltern herbeirufen. Also mein Opa ist jetzt auf einmal stärker. Der ist jetzt ein Mann, vorher war er so. Und ich würde gerne aus den Fenstern gucken. Oh ja, dann geh schon mal hin. Ist ja alles nur eine Hochrechnung. Guck mal, was du dann siehst. In dem Moment, wo ich um die Ecke komme, also die Fenster sind so dicke Mauern. Ja. Und wenn ich die Fenster eigentlich sehen müsste, ja, dann ziehen die sich zu. Es kann gut sein, dass das nicht vorhersehbar ist, sagbar ist im Moment. Und deine Psyche einfach streikt und dann geht dann, also dann macht's dann kannst du keinen Blick daraus werfen, weil das ist eine Hochrechnung, weißt du? Mhm. Dann musst du halt drauf warten. Das ist wie ein Weihnachtsgeschenk. Ja,
guck nochmal vielleicht ganz kurz, was ist mit deinem Mann, mit deinem Ex-Mann? Ich krieg Angst, wenn ich an den denke. Ja, ist klar. Ich kann das gut wegpacken und nachher weitermachen. Also dich. Ja, ist klar, sonst hättest du es nicht überlebt. Ja. Und du bist immer noch dafür, das alles aufzudecken, auch ja. festzuhalten und das zu verändern, wie wir das alles dokumentieren. Das ist spannend, das ist für die Außenstehenden bestimmt total spannend, sowas. Ja, ich dachte, das wird zu langweilig. Nein, das wird überhaupt nicht langweilig. Um Gottes Willen, das wird richtig dynamisch, das wird schön. Spannend. Das muss man sich vorstellen, das wird später mal verfilmt irgendwann. Ja, das ist. Das, ich weiß auch nicht, wieso mir das egal ist, aber. Weil da könnten ja Leute irgendwas über mich denken oder sowas, ne? Ja. Aber da stehe ich so drüber. Ja. Da stehe ich total drüber, also. Ja. Brauch ich also, den. Du bist immer noch einverstanden, dass ja. wir da ein Dokumaterial draus machen. Ja, also ich habe keine Angst, dass dieser Knoten hier mich. Es ist eher so, dass ich mich verteidigen muss, ne? Ich bin noch mehr als dieser Knoten und. Ja. Wir haben trotzdem auch ihn als Symptom, wir können mal gucken, was mit ihm passiert. Kann sogar sein, er löst sich auf. Das wäre ja auch spannend. Ja, der verändert sich ja sehr. Das habe ich ja auch im Ultraschall, sieht er immer ganz anders aus. Der hat auch schon mal so wirklich richtig abgekapselt und so und war dann ganz okay. Ne? Und im Moment sieht er eben nicht so klasse aus. Ja. Aber es ist kein Zeitdruck. Ja, medizinisch bist du ja in besten Händen, ne? Ja. Das ist ja schon eher selten. Ach ja, was ich noch wissen will, wie ist denn das? Muss ich deinen Namen verändern? Wenn nicht, muss ich den überall rausschneiden. Aber nee, ganz ruhig, Annette, das ist ein häufiger Name. Gut.